Das neue UEFA Euro 24 Spiel ist da und das hier ist die beste Game Opening Scene, die ich jemals gesehen habe. Alte Europameisterschaft Highlights, ja, mit einem Ballack-Tor, ihr kennt es noch in Österreich, Zlatan Ibrahimovic, auch ein Fernando Torres hat aus deutscher Sicht natürlich wehgetan, Zinedine Zidane und natürlich auch noch viele weitere Größen des Spiels. Wir schauen uns jetzt gleich den Game Mode an. Außerdem kam noch ein grandioser Season Pass. Genau diesen Content wünscht man sich von seinem Spielehersteller. So macht es definitiv Bock, im Sommerloch und zur Europameisterschaft dieses Spiel zu craften. Egal ob jetzt im neuen Euro 24 Modus oder bei Ultimate Team. Ich hab Bock, ich hoffe du auch. Gerne mal Daumen nach oben, wenn du das auch so siehst. Wir schauen uns jetzt erstmal den neuen Euro Spielmodus an. Wir haben hier am Anfang, wenn du reingehst, du musst erst das Update ziehen auf der PlayStation, auf der Xbox, wo auch immer du spielst, ziehst du das Update und dann hast du zu jedem Team hier so eine kleine Beschreibung. Rumänien nimmt bei der Euro noch bla 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 teil, Schottland, Schweiz, alle Teilnehmer der Euro, natürlich die ganzen Nationen mit dabei, was sie für Erfolge geholt haben, Sieger, Halbfinale, Achtelfinale, Gruppenphase, zweiter Platz, Deutschland natürlich, Deutschland gewann 72, 80 und 96 die Europameisterschaft. Ich sag's euch ganz ehrlich, es ist wieder an der Zeit, Europameister zu werden. Ich habe ein gutes Gefühl, ich freue mich auf das Turnier. Wer wird Europameister? Ich sag's einfach mal jetzt frei weg. Deutschland holt den Titel. Denn es ist einfach verdammt nochmal an der Zeit. Verzeihung für den Kraftausdruck. Dann gehst du rein, dann kannst du dich für ein paar verschiedene Spielmode entscheiden. Entweder du nimmst den Euro-Modus komplett mit, kannst das Turnier dann auch mit deinen Freunden gemeinsam gestalten. Oder du suchst dir ein bestimmtes Land aus und gehst dann das komplette Turnier mit, ja, diesem Profi dann quasi durch. Oder einfach nur, das glaube ich, sollte man am Anfang machen. Man geht direkt mal rein ins EM-Finale Deutschland gegen... Gegen wen spielen wir denn im Finale? Deutschland gegen England. Die Mutter aller Fußballspiele, sage ich jetzt mal, kannst du hier auch schön deine Teams einstellen und alles. Mit dem deutschen System natürlich. Gündogan muss ich kurz auswechseln. Tut mir leid, da muss man schnell an Sané reinziehen. Wirtz kommt dann dahin. Musiala über links hat er bei Bayern auch schon gut gespielt. So würde ich aufstellen. Vorne bin ich mir nicht sicher, ob Havertz oder Füllkrug. Lass mir jetzt einfach meinen Havertz drin. Sehr, sehr gut. Und dann kannst du halt reingehen, Partie spielen. Mit den Animationen auch natürlich grandios. Also das Design an sich auf den Ultimate Team Karten schaut nicht so gut aus. Aber die Animationen und alles, wie das Ganze verbaut ist, hier auch mit den Details. So sollte es doch sein und das wirkt wirklich bei jedem Konsolenspieler. So ein Gefühl von mittendrin dabei sein, bei der Europameisterschaft die Spiele selbst nachzukreieren. Sogar den echten Pokal, den hoffentlich dann Deutschland in Berlin dann im Finale gegen England in die Höhe strecken wird. Es werden natürlich auch die Nationalhymnen gespielt und wir haben auch die aktuellen Deutschland-Trikots etc. Sehr, sehr geil. Also ich muss sagen, das Ganze, so wie es angerichtet ist, habe ich mega Bock drauf, die ein oder andere Session zu machen. Ja, auch so die Spieler natürlich schön gepusht, der aktuellen Stärke entsprechend. Und so kann man halt dann zum einen schon mal einen Einblick kriegen, wie das Turnier dann vielleicht sein laufen sollte. Natürlich läuft es nie so, wie man es sich wünscht. Aber definitiv gibt es hier die Möglichkeit, komplett einzutauchen, auch den europäischen Weg nachzuspielen. Wenn du jetzt hier einfach deinen Favoriten nimmst, okay, du hast deinen Bonus abgerufen, volle Fahrt voraus, starte deine Challenge und dann gehst du wieder einfach hier auf dem Weg in die Spitze, kannst dir einzelne Dinge nachspielen und erhältst halt dann für ja, 87 seltene Goldspieler, Profi, Blabla, Persönlichkeitsspieler, Basis-Icon, Profiball. Jetzt behältst du einfach dann ein paar Boni dann für Ultimate Team, so verstehe ich es, was halt natürlich mega cool ist. Ja, und wenn du da reingehst in Favoriten, suchst deinen aus, gehst in Ultimate Team und dann hast du die Aufgaben schon komplett connected. Führe dein Team ins Finale, kannst du dann definitiv ein paar Aufgaben freistellen für Extra Packs. Und das ist natürlich cool. Herzlichen Glückwunsch, du hast Favorit ausgewählt. Euro, Länder, Tots, Vergleich, Leipzig, das Team of the Season, bla 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 Team. Und so kriegst du halt dann dementsprechend für die Ziele, für die Aufgaben, die du abschließen kannst, ein paar Boni in Ultimate Team, was auch sehr, sehr cool ist. Was du dann bei Ultimate Team auch noch hast, du hast hier die Möglichkeit mit ein Spiele, eine Partie im beliebigen Ultimate Team Modus und dabei mindestens vier Profis aus Saison 7 Ladder in deine Startelf. Hier, das kannst du alles abschließen, also schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6x350 macht schon mal einen riesengroßen Schritt in der im Season Pass nach vorne. Genauso wie hier hast du
Freundschaftsspiele, Spektakel, stell bei den deutschen Profis in eine Mannschaft und so weiter. Kannst du noch weitere Erfahrungspunkte sammeln, was hervorragend natürlich connected ist für die Ultimate Teamspieler und die Euro-Modus-Spieler, dass man einfach sagt, jawohl, ich kann mir hier Erfahrungspunkte gönnen, kann mir hier Spieler erspielen, kann Aufgaben abschließen im Euro-Modus und habe gleichzeitig einen kleinen Vorteil in ja, FC24 Ultimate Team. Ultimate Team, neuer Season Pass ist da. Wer mich jetzt nicht kennt, ich mache hauptsächlich Ultimate Team Content. Hier geht es darum, dass man den meisten Spaß aus FC24 rausholen kann. Zum einen mit ein paar Coins, ohne Einsatz von Echtgeld dazu verdienen. Und zum anderen mit dem einen oder anderen Trading-Tipp. Und natürlich mit den täglichen Updates, was so in den nächsten Tagen an Content in FC24 geplant ist und was alles so auf uns zukommt. Dann haben wir den neuen grandiosen Season Pass. Insgesamt 20 Spieler über 91 plus Rating, was natürlich fantastisch ist. Sehr, sehr viele Footerpacks, ja. Wir haben, was natürlich noch nice ist, die ganzen Path to Glory und Copa America Karten, die hier sind auch Weg zum Ruhm, also upgradable. Das heißt, wenn die Mannschaft gut performt, werden die Karten stärker. Und so kann man schon einmal davon ausgehen, wenn man eine Mannschaft hat, wie jetzt beispielsweise Kroatien oder auch Amerika, genauso wie Frankreich. Ja, Klaus könnte sogar mit 5-5 und einem weiteren Playstyle eine 98er werden oder eine 97, glaube ich. Und hier auch Bernardo Silva und Alexis Sanchez, definitiv Karten mit tollen Upgrades noch und jetzt eigentlich schon in den letzten Jahren immer Legenden gewesen. Bernardo Silva hat sich auch immer super spielen lassen in FC24, aber diese Seite, die letzte Seite, Seite 7. Ey, ich sag's euch ganz ehrlich, macht mich schon ein Stück weit stolz, hier das ganze Jahr zu 90% positive Energie in die Welt getragen zu haben, weil wenn FC24 sowas zu sowas in der Lage ist, dass sie mit ein paar Entscheidungen die Community komplett happy machen, dann mache ich gern weiter und dann macht es auch richtig groß und richtig, richtig viel Spaß, das Spiel hier, sag ich mal, mit euch gemeinsam zu spielen, aufzubereiten und natürlich halt hier mit diesen Karten hier hoffentlich bald zu zocken. Man hat schon gesehen, man bekommt sehr, sehr viele Erfahrungspunkte. Ich hoffe, es geht auch so weiter, dass man nicht zu lange braucht, im Season Pass auf Level 34 hochzukommen. Ne, weil wenn es natürlich erst im August jetzt soweit ist, was eh viel zu lange ist, ja, der Season Pass läuft 34 Tage, spätestens Ende Juli, denke ich mal, haben wir es fertig mit den ganzen Erfahrungspunkten. Dann hast du hier einen Rafinha, der noch Upgrades kriegt hier, ne? Hier plus 1, 2, 3, 4, 5, also kann eine 99er Karte werden, vielleicht sogar eine 100er Karte. Aber 99 ist Gap, ja, for free. Einfach nur die ganzen Aufgaben mitnehmen. Genauso Memphis Depay, siehst du auch, was er machen muss. Gewinne ein Spiel, gewinne drei Spiele, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Dann kann der auch eine 99er Karte werden mit 5, 5, diese Stats jetzt schon. Aber jetzt die größte. Das größte Geschenk, und deswegen habe ich es gerade so gelobt, Toni Kroos, wir haben die ganze Woche, ja, warum kommt Toni Kroos nicht, es gibt ja nicht, letztes Spiel Real Madrid, letztes großes Turnier und jetzt kommt einfach gratis, als erste Karte, offiziell erspielbar, mit 4 Playstyle Plus, ja, das passen natürlich alles 99, Spielstile hat er auch sehr, sehr gute, vor allem fürs Passen und die Antizipation Silber und die Batterie ist wichtig. Ja, und die Karte einfach Free-to-Play mit 5-5, letzte Toni Großkarte wahrscheinlich in FC24 FIFA, nächstes Jahr dann hoffentlich gleich als Icon, hat er sich verdient, der Junge. Aber dann gleichzeitig noch bei Level 34 die schwierige Entscheidung, Live-Karte, Stevie G, kann auch zwei Upgrades kriegen, einen weiteren Playstyle oder ein 99er Rating, haben wir die letzten Videos ausführlich besprochen, sehr, sehr krass. Und dann natürlich, das schießt ein Vogel komplett ab. Ich glaube, das ist die stärkste Free-to-Play-Karte, die es jemals gab. Oder nennt es mir eine stärkere, ich bin gespannt. Diese Stats, Schießen ist maxed eigentlich. Ne? Der kann auch noch ein Upgrade kriegen, wenn Ungarn zwei Tore schießt. Und noch ein weiteres Upgrade hat er dann 5 Playstyles. Ja, oder 99er Upgrade halt, wenn Ungarn 4 Tore schießt. Dann der Passen, Dribbling, alles da. Und nicht nur das, er hat auch noch schwacher Fuß, 5 Sterne. Und Spielstile, Ballkontrolle, First Touch. Also die Karte ist unstoppable. Das Beste ist das beste Free-to-Play-Karte, die ich jemals gesehen habe. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Toni Kroos natürlich auch noch. Definitiv ein Ziel, was ich unbedingt brauche. Definitiv werden wir mit ihm noch eine Weekend League spielen. Freue ich mich komplett drauf. Ich hätte noch das einzige Negative an der Sache ist, dass ich die Karten, die man hier gratis bekommt, im Season Pass schon viel früher hätte. Ja, die hätte ich, würde ich gern ein Stück weit früher spielen. Wir haben auch noch ein paar Leaks dazu. Frankie de Jong für mich persönlich, wer mich kennt, ich bin ein riesengroßer Frankie de Jong Fan. Mein absoluter Lieblingsfußballer. Das Kartendesign ignoriere ich jetzt weg. Ja, ich versuche das Kartendesign wegzuignorieren.
Denn da machen wir einfach das Food Champions Evo Design drüber, dann schaut es gut aus. Ja, kommt auf jeden Fall ab morgen. Dann wird krasse Evolution Sachen werden kommen. Ja, dieses Pack, FOF Academy Attackers Pack, wird kommen. Heißt wie beim Future Stars, dass du bestimmte Spieler zur Auswahl kriegst, die du evolutionieren kannst. Angreifer, Mittelfeld, Abwehr wahrscheinlich wieder ein Wechsel. Dann kommt noch Araujo für die Amerika. Chiesa, Europameisterverteidiger, oder wie nennt man das, Titelverteidiger, wird kommen. Und natürlich Kvaratskhelia. Sehr, sehr geile, sehr, sehr coole Karten, sehr, sehr coole Sachen. Mega krasser Season Pass, cooles Euro-Game noch zusätzlich dazu. Bin ich gespannt, was ihr sagt. Danke fürs Anschauen. Hashtag 14. Wir sehen uns morgen Abend nach 19 Uhr mit dem neuen Content. Habt ein schönes Wochenende schon mal und ganz viel Packluck. Peace out.